Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Ja, falls ich es noch nicht gemerkt habe, mir ist es dann irgendwann doch aufgefallen tatsächlich. Ich dachte mir, da fehlt doch was in meiner Playlist, Ja, genau so ist es auch gewesen tatsächlich. Mit Folge 32 ist es nämlich passiert. Ihr habt euch gewundert vor dem Überfall, da müsste doch eigentlich noch diese Foltermission kommen. Richtig, die kam nämlich ein Stück nach dem Überfall mit Folge 32. Also Folge 32 müsst ihr euch irgendwie bei Folge 27 oder 26 denken. Da wo wir am Anfang beim Flughafen angefangen haben, also müsste das irgendwo gewesen sein. Ich weiß es nur genau nicht mehr, welche Folge. Ich meine, 27, 25, irgendwie so ein Dreh rum. Davor hätte diese Mission gehört. Ja du, jetzt ist es egal, jetzt haben wir sie zumindest noch in der Playlist und das ist zumindest das Allerwichtigste. Gut, ich werde sie dann auch später sortieren, also wundert euch nicht, dass da irgendwo eine falsche Sortierung mit da drin ist. Das ist ja die Richtigkeit, soll ja seine Reihenfolge sein. So, genau, was wollen wir denn heute mal machen mit unserem Freund Trevor? Madrato, würde ich mal so spontan antippen. Jo, dann machen wir das doch. Marco, Quatsch. Martin Madrazo. Das soll heute der nächste Kandidat sein. Jo. Na, mal gucken, was der alte Mafioso. Ne, doch, Mafioso ist richtig. Mafiosi sind die mehr als die Mehrzahl. Was der alte von uns da jetzt auf einmal gerade möchte. Was haben wir denn hier? Oh Gott, ja. Gut, dann starten wir die Folge. Hoppa. Was ist los, Kollege? Listen next time. So. Machen wir denn das Portemonnaie? Hier haben wir es. So, wir könnten eigentlich tatsächlich damit auch mal abbauen. Nein, aber ich bin kein Arsch. Wir bringen das natürlich zurück. Das ist der Plan an der Sache. So, wo ist die Ische? Wir sind natürlich kein Arsch. Auch Trevor darf auch mal nett sein. Obwohl. Jo. Gut. Das hat jetzt uns nur $50 gebracht, aber egal. Scheiß was drauf. Aber zu Trevor hätte es natürlich auch gepasst, dass er da gesagt hätte, komm, wir hauen mal an, wir hätten noch abhauen können mit dem. Ne? Aber ich habe irgendwie keine Lust, mit ihm abzuhauen, sondern wir tun mal so, als hätte Trevor sich ein wenig gewandelt und ja, und jetzt mal einen guten Willen gezeigt und bringt einfach das Portemonnaie zurück. Ärger machen wir ja genug, auf jeden Fall. So. Eigentlich hätten wir da oben mal wieder ein bisschen. Wobei ich kenne, glaube ich. Naja, gut. Egal. Wir fahren zum Madrazo. Das ist so der Plan heute und das machen wir auch auf jeden Fall. Ja, auch wenn ich nur ein bisschen Hauptmission mache und alles rum und dran, gerade so ein bisschen. Ich weiß, es gibt noch genug Nebenmissionen. Falls ihr Bock habt, nehme ich so, machen wir hier natürlich auch. Ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde. Kam gerade auch von der Arbeit. Und dachte mir, oh, heute mal wieder ein bisschen GTA am Start. Wollen wir dann auf jeden Fall auch mal machen, ohne Probleme. Wobei wahrscheinlich eh nicht viele Folgen passieren. Miss me! 1,7 Kilometer haben wir noch am. Vor uns. So. Ich dachte, wir hätten sowieso noch ein paar Devin Westen Missionen, aber da haben wir ja schon mal keine mehr. Weil, laut meiner Planliste fehlen uns nämlich noch zwei Autos.
Ja, Schnauze. War aber uns garantiert so. Ach, die sind jetzt gleich da. So, da sind wir. Michael. What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Yes. Hi. Kaida Libre. Hello. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, oh, ich glaube, ich weiß, welche Mission das ist. Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. What did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. Yeah. Truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you married Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. Lass mich raten, die dürfen's machen. That was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Ja, die Mission, okay. Files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's up, hey? Huh? Trevor, come on. You still want a drink? Not now! Pendeja! ¿Qué no ves que estoy hablando con las gentes aquí? Sorry. You grab a vehicle. Ist doch der Italiener und nicht irgendwie Mexikaner. Aber ich glaube, es ist Mexikaner. Naja, wie dem auch sei, woher ist es? Begib dich zum Observatorium. Doch, ich weiß, welche Mission das ist. Ah, ich habe mal mit Michael unterwegs. Achso. Der möchte, dass wir mir. Also, das ist Trevor, der uns mitnimmt. Macht er das nicht, sondern. Wir müssen jetzt alleine mit unserer Karre dahin. Na gut. Observatory yet. Start heading that way. By the way, I know why you took me there, to that guy's house. Understood. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? Fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear $2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job, so what's it all about? Okay, the guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing.
If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Was für Transporter? Ach, da unten. Oh, ich weiß, was ich mit. Dann weiß ich, wer doch welche Mission das ist. Alright, I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out. Shoot the plane down and I'll be ready. So, jetzt muss ich warten, bis er das Gerät geladen hat. Ja. T. If you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. Das ist ein Flugzeug. I got her. Southwest of the city. Got to shoot in front to compensate for the speed of the jet. Treffer. Der zweite hat auch gesessen. Und der hat auch gesessen, obwohl der Tick zu weit vorne gesessen wurde. Hey, you see it? Plane's coming down. Can you stay with it? So, folge dem Flugzeug und hol dir das Paket. So, wir müssen mit dem, immer noch dem Flieger hinterher. Eieieiei. So, wenn der jetzt gleich... okay. So, so hoffen, dass der gleich... Safe... So, warten, bis der jetzt runterhüpft. Über den Zug. Zack. Bin immer noch dran an ihm. Upsala, da kommt Gegenverkehr. God, I miss
visit sometime. Yeah, you know what? I'm good. Ah, der braucht noch ein bisschen. Oh, das ist mir klar. Ach, wie wär's, wenn man ein bisschen liegen bleibt? Ja, kein Problem. Bleib doch ruhig liegen, Trevor. But seriously, bro, coming all the way out here, we gotta get paid. Just do the job. I'll get us paid down the road. Schalte ja weh aus. So, geh in das Flugzeug. Das Handy klingelt. T, how'd it go? Fine, just fine. I got the files. I'll take them to Madrezo and explain the human cost of this errand. Zwei. Talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. So. Ja, da wollte ich sagen, ich vermute, dass wir jetzt den Marker wechseln oder den Van loswerden wollen. Oh, oh. Ja. So viel zum Thema dazu. Verlasse das Gebiet, das haben wir ja gerade getan. Ah, this is total bullshit. Ja, ich muss an dem Stein vorbeikommen. Ja. Verlasse das Gebiet, ja, das tun wir doch auch. Und zerstöre den Transporter. Ach, der will jetzt so einen Kanister machen. Und tschüss. Na komm. So, begibt es zu Martin ins Haus. Das machen wir doch jetzt noch. Ja, alles gut. So. Flugzeug abgeschossen. Wenn zerstört, Akte geholt. Und damit geht es wahrscheinlich jetzt zum Abschluss zu Martin Madurazus Haus. Oh, ich hasse das nie. Trevor. There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Uh-oh. Nothing you wouldn't do. Trevor. Trevor. Ah, wenn sich Trevor. Wenn sich. I don't believe that. Wenn sich Trevor wäre, dann wüsste ich nicht, dass. Und wenn sich Trevor wäre, dann würde ich nicht glauben, dass der Typ wieder irgendwelche Scheiße im Kopf hat. Gut, dann machen wir hier einen Feierabend. Wir machen hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5. Und dann treffen wir uns mit Trevor.
Und dann sehen wir auch, was der so, ja, verbrochen hat, angestellt hat. So ist es eigentlich richtig. Bis dann. Klar, bis morgen. Tschüss.